Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe. So, wir haben heute mal ein bisschen was Lockereres vor. Sie singt hier das Fortuna-Lied. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen jagen gehen, weil in der jetzigen Nightwave haben wir, sollen wir perfekte Fänge machen. So, das müsste ja hier der zum Fangen sein. Mal gucken. Das ist der auf jeden Fall nicht. Guck mal kurz auf der Map. Das sieht eigentlich aus wie so eine Kralle. Machen wir nochmal hier zu dem nebenan. The taxmen have imposed so Waren. Strict limits on the mining. Hier kriegen wir den Plasmabohrer. Aha. Gehen wir mal noch eins weiter. Da gibt's Fischi. The Business. So, hier sind wir richtig. Echoköder. So, Würmink. Den wollen wir auch jagen. Also wir brauchen einmal diesen Echoköder und dieses Narkosegewehr. So. Die müssen wir auch dann in unser Inventar, in der Ausrüstung hier packen. Ja. Jetzt hier noch die Popper mit drin, aber die Popper sind glaub, würde schneller gehen, dann müssen wir aber unsichtbar irgendwie gehen, damit die nicht so schnell abhauen. So, gucken wir mal, dass wir hier keinen Besuch bekommen. Dann gehen wir einfach in die Abenor. Lass uns rein. Wir sind Jäger. Das dauert ja. So. Wenn wir jetzt das noch, wenn wir noch nie jagen waren, müssen wir einmal das Echo-Ding ausrüsten. Wenn wir schon jagen waren, sehen wir jetzt hier schon die Orte, wo wir jetzt jagen gehen können. Ansonsten müsst ihr jetzt einmal das Geräusch machen. Und dann seht ihr auch diese Dinger. Wir setzen uns jetzt einen Marker. Geben uns ein bisschen Energie. Und fliegen wir da jetzt mal hin. Was manchmal schwierig ist, sind die Fußspuren zu sehen, aber das werden wir gleich sehen. So. Ja, weil wir haben jetzt im Flug nicht das Gerät ausgerüstet. Was machen die denn hier? Das Nervige war jetzt gleich am Anfang, dass hier nämlich immer auch Gegner rumlaufen. So, jetzt rüsten wir das einmal aus. Sehen wir hier schon. Müssen wir hier so ein kleines Ding so, da. Hier so einen kleinen Scheißerhaufen oder was das ist. So, jetzt aktivieren wir das. Dann sehen wir jetzt hier die Fußspuren. Manchmal sind die einfach nicht zu sehen. So, hier rum. Verwirrend. Müssen wir der Fußspur einfach nur folgen. Ich glaube, die wurden sogar schon mal verbessert hier. Die Fußspuren, dass man die besser sieht. Am schlimmsten sind die hier, wenn hier sowas Rotes ist. Ja. Orange? Ist das orange?
So, hier einfach durchlaufen. Wir sind zumindest schon mal im Gebiet so. Jetzt werden wir hier einmal diesen Echo-Küder machen. Also jetzt müssen wir probieren, das Tier rauszulocken. Wo könnte er denn kommen? Und wo sind hier wieder Gegner in der Nähe? Uns dann voll auf den Sack gehen werden. The mating call of a vermeek. War das aus der Richtung? Jetzt müssen wir in dem Weißen ungefähr mitgehen. So, jetzt müssen wir schnell das Narkosegewehr aus. Stalking Paubers. Now, where is it? So, wo ist er denn? Here they come. Ready your trank rifle and prepare. Den? Ach, da. Dusky-headed vermink, da. Favored by the corpus for their pelts. Klatsch. So, jetzt nehmen wir ihn auf und dann hoffen wir, dass das perfekt war. Perfekter Fang. So, und dann kriegen wir hier nämlich auch Ansehen. So, da haben wir unser erstes Tier gefunden. So, wir sind jetzt hier drin. Wie lange sind wir jetzt drin? 4 Minuten. Und fliegen wir gleich zum nächsten. So, hier kommen noch gleich wieder irgendwelche blödsinnigen Gegner, ne? So, da ist der Haufen. So. Fußspuren. Jetzt laufen wir bestimmt hier durch die Gegner wieder irgendwo durch. Da ist schon einer. Den machen wir mal kaputt. Und da. Weil wir wollen ja nicht, dass die jeden dann verjagen. So, jetzt hatten wir hier und wo die Fußspur, ne? Jetzt, da ist er. Da kommen noch mehr. So, hier haben wir wieder unser. Kommen jetzt hier noch mehr Gegner? Natürlich. Gegner sind natürlich ein bisschen nervig, ne? So, probieren wir erstmal wieder. Nach hier unten. Ist der Wegpunkt weg? Der Richtung, so in der weiße. Reicht das schon?
Ja. Da müsste eigentlich auch aus der Richtung kommen, wo der Toten herkommt. Da kommt er schon. Also ich weiß jetzt nur nicht, ab wie viel Meter perfekt ist oder ob ein Kopfschuss zählt. Einfach haben wir ihn getroffen. So. Perfekt. So. Haben wir 1800 in 8 Minuten. Haben wir da den nächsten. Jetzt kommen hier die nächsten auf die Map. Und so kann man auch relativ leicht und schnell Ansehen farmen, ohne hier groß. Also hier sehen wir schon. Ohne groß jetzt hier Missionen zu spielen. Was natürlich fehlt, sind die Missionsbelohnungen, ne? Hinter uns oder was? Von seinem Scheißerhaufen gerufen. Ready to drink. A white-breasted vermink. Fairly common. Let's get him to safety. Da vorne ist er schon. So, und die Popper, die würden jetzt dann wegrennen. So wie er jetzt. Und warum? Weil hier Gegner sind. So. Wir hatten ihn dabei getroffen, ne? Wo ist er denn hin? Ist das nervig mit den Gegnern? Da liegt er. War bestimmt kein perfekter. War auch ein perfekter. The white-breasted is a popular pet when they can be tamed. Not for this one though. Aber der hat eine Lungeninfektion. Mhm. Sehr lustig. So, schnell Dinger ausrüsten. So. Aber was man auf jeden Fall braucht, ist Archwing-Startrampe oder das Skateboard, ne? Weil der Archwing, glaube ich, immer noch schneller ist. Und hier werden jetzt ein bisschen stärkere Gegner kommen. So, hier ist schon unser Scheißhaufen wieder. Schön in irgendwelche Gegner reinrennen. So, da ist er. Sind wir hier irgendwo Gegner? Noch nicht. Bum. Der Richtung kommt da. Wow.
ready your trank. And wait. Wo ist er denn? Da ist er. Klack. Was steht da? Weißbrust. Hm? Perfekter Fall. Aber keine Ahnung, wonach die Punkte gehen. Dass hier nach den Kilos geht, oder? Also so schön randommäßig. Wieder nach unten. Auf geht's. Weiß auch gar nicht, warum er eben da die anderen Punkte weggenommen hatte. Und das jetzt hier wieder mitten auf einer Straße? So, kurz das Ding ausrüsten. Und wir sind aber voll vorbei. Hier ist gar kein Punkt. Okay. Also, mal schön das Ding ausrüsten. Das waren nämlich eben bestimmt die Popper-Spot. Weil er nämlich bestimmt alle anzeigt, wenn wir das Narkosegewehr in der Hand haben. Wir sind jetzt einmal umsonst geflogen. Nein. Und hier werden auf jeden Fall wieder gleich Gegner kommen. Dann mach schon unseren Scheißhaufen. Bisher hatten wir wollen es jetzt nicht beschreien, bisher hatten wir Glück mit unseren Fußspuren hier. Und da sind sie schon. Und da kommen auch bestimmt gleich noch mehr. Und da will er kommen. Okay. Weiß nicht genau, ob das... Ob der perfekte und die Punkte auch danach gehen, wie man den Ködersound macht. Da kommt er. So, im Kopf geschossen. Oh, der rennt im Kreis, da müssen wir aufpassen. Das ist so ein Verrückter. So, jetzt gehen wir direkt auf unser Gerät. So, dann holen wir uns noch den da. Ich glaube, der hat gerade auch gar nicht erzählt von Nightwave, ne? Warum auch immer. So, den machen wir noch. Dann gucken wir mal, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen haben. So, wir sind auf jeden Fall in dem Gebiet.
Jetzt muss er bloß seinen Scheißer aufnehmen. Da ist er. A tuft of fur. There'll be creatures nearby. Geht auf jeden Fall hier unten. Diese Säcke. Jetzt je genauer an so einer Basis. Natürlich scheiße. So, hier geht noch eine Fußspur. Und dann ist zu Ende. Ach, da geht's weiter. Aber offiziell war da gerade keine Fußspur mehr. So. Wo will er denn hin? Jetzt hier einmal um den Berg gelaufen? Schön ganz vielen Gegnern drin. So, du bist doch gut hier. Immer noch nicht alle weg. Probieren einfach mal ein Stück wegzurennen. So, der ist ein bisschen weitergelaufen. Zum Kacken. Oh, wo ist der denn hier überall hin? Jetzt hier keine Fußspur mehr. Der wieder umgedreht da, oder? Hier geht's weiter. Das ist ja ein bisschen dumm. Das ist ja ein bisschen dumm. Von da, ne? Geht das jetzt hoch? Ah, the moment of truth. Ready your trank rifle. Yeah. I'm ready. Was ist er denn? Da ist er. Wieder ein Weißbrust. Ja, mit Absicht nicht im Kopf geschossen. Perfekter Fang. Keine Schränke offen. So. Okay. Der jetzt betäubt? Nee. So. Mal kurz, was wir hier bekommen haben dann. So, wir haben 4200 Ansehen bekommen. Ohne groß jetzt was kaputt zu schießen.
Warum kann ich da keinen Marker setzen? Sind ja fast tot. Das ist ja eine Frechheit. So, damit sie hier Weißbrustmarke bekommen und Rothauben und Braunkopf. Das heißt, wir haben drei verschiedene Arten von denen gefangen und die zählen halt nur als drei. Okay, also müssen wir dann doch noch diese Popper da machen. Würde ich sagen, machen wir das. Probieren das dann mal als Loki oder so aus. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, Spitze, bedanke mich. Tschüss.